Grüß euch miteinander. Für einmal stehe ich jetzt nicht im warmen Laborstübli, sondern mitten im winterlichen Appenzellerland. Für unsere letzte Sendung vor der Weihnachten haben wir gefunden, wir tauchen ein auf eine Entdeckungsreise in einer der schönsten Landschaften der Schweiz. Und zwar ein Ort, wo Menschen von der Natur geprägt sind, wo Tradition ihre Heimat hat und ja, wo es auch genügend Platz für Neuigkeiten gibt. Das beste Beispiel sind meine beiden Begleiterinnen, zwei waschechte Appenzellergeissen. Ihre Rasse wäre vom Aussterben bedroht, sie hat nicht die Familie Koch neue Ideen gehabt. Mit diesen Produkten machen sie einen richtigen Höhenflug. Sie landen nämlich sogar bei den Erstklasse-Passagieren von der Swiss. Was genau mit dieser Milch passiert, das wollen wir jetzt schauen. Kommt, die Damen. Wir gehen gerade in den Stall, schauen, wo eure Milch herkommt. Oh, kommt, geht's, geht's, geht's. Der Tannenbaum läutet. Ich glaube, da hat es Kolleginnen. Eieiei. Hier, jo. Oh, ist brav. Ja. Mal da schauen. Hallo? Kann ich reinkommen? Ja. Jetzt habe ich gemeint, ich komme in eine Käserei und jetzt bin ich in einem Schönheitssalon. Gut, Aschbacher. Ja, grüezi wohl. Maria Koch. Maria Koch und du bist? Der Can. Genau. Ist das ein Coiffeursalon Spezial? Nein. Das war einmal eine Käserei. Und jetzt. Can. Und jetzt tun wir hier die Familie ein bisschen hochschneiden. Kommen noch fremde Leute dazu? Nein, eigentlich die Familie. Aha, aber ja. Es sieht sehr professionell aus. Ja, ich war 8 Jahre selbstständig vorher. Und darum wollte ich es gleich ein bisschen so einrichten, dass es passt für mich. Und jetzt sehe ich auch ein dickes Büchlein. Ja, ja, der ist auch, der ist unterwegs da. Also dann wünsche ich alles Gute, ja, Nachwuchs auch. Danke, danke. Und toi, 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 ja, dir auch, Can, wenn es noch ein neues Geschwisterti gibt. Okay. Und der Weg zur Käserei geht wo durch? Bude. Dann gehen wir wieder die Haustür auf und die Strasse ab und dann geht links. Das werde ich finden. Cool. Danke. Ade miteinander, tschüss. Danke. Hallo. Das ist jetzt also dein Fabrikli. Hallo. Genau. Matthias. Hoi, Kurt. Schön, dass du da bist. Danke. Haben wir gerade Glück. Ja, willkommen. Merci. Wir machen schon mehr als 40 Jahre Gasprodukte, also wir sind schon mehr als 40 Jahre auf dem Markt. Dein Vater hat angefangen als der Erste in der Schweiz, der überhaupt mit Geissenmilch gearbeitet hat. Richtig. Der Vater hat eigentlich sehr viel Pionierarbeit geleistet, was Gasprodukte anbelangt. Und wir sind die Ersten in der Schweiz, die das im Grossverteiler gebracht hat. Super. Genau. Und was passiert jetzt da drinnen? Dort wollen wir den Weichkäse produzieren. Ja. Ich will jetzt gerade mal zeigen, wie man das kontrolliert, den Griff, also parat ist zum Abfall. Die Hände haben wir desinfiziert. Ja. Jetzt kannst du reingreifen und schauen, wie fest er ist. Mhm. Und jetzt merkst du den Bruch, ja, die Körnchen. Ja, das Gefühl, das ist schon relativ fest, genau. Oder? Genau. Jetzt sind wir schon fast ein bisschen spät dran. Oh, dann müssen wir pressieren. Wir müssen sofort anfangen. Also. Los geht's, ja. Hygiene ist gross geschrieben, gell? Das ist das Wichtigste beim Käse. Sehr gross, jawohl. Ja, man sieht es ja auch, bis du hier im Betrieb bist, musst du auch entsprechend anlegen. Darum bin ich so schick. Genau. Steht mir das auch nicht gut. Jetzt kommt hier zum Schlauch raus. Da kommt zum Schlauch raus, genau. Wartet wieder auf. Ja. Und Achtung, fertig. Bist du bereit? Jo. Ui. Jetzt, es geht. Geht. Mach ich es falsch? Soll ich es dir zuerst sagen? Ja, gern. Du darfst so den Schlauch nicht in die Form hineinheben, so, sondern einfach so abfüllen. Aha, aha. Jetzt geht es besser, glaube ich. Noch wenn der voll ist, kannst du rüber. Jo.
Soll ich das machen? Dann kannst du den Schlauch nehmen. Jawohl. Jetzt muss man das Brösmeli-Zeug da rein pressen. Jawohl, genau. Hast... Aber wann ist der Käse fertig? Nach wie lang? Den tun wir am Nachmittag verschneiden, salzen und dann verpacken. Und bis am Abend ist der eigentlich fertig verpackt. Und kommt der gerade? Und zum Mäuschen für ein Parat. Ins Gestell sozusagen. Ja, genau. Du machst ja auch ganz exklusive Produkte. Solche, die den Erstklasspassagieren von der Swiss serviert werden. Hast du das erfahren? Ja, genau. Was ist denn das genau? Das ist eigentlich der Frischkäse, klassischer Frischkäse, der in der Konsistenz ähnlich ist wie Contadour oder Philadelphia, also zum Streichen. Mhm. Es ist eine Alternative, also vielleicht zum Mozzarella-Kügel, wie man es kennt. Ja. Kann man auch gut einmal so Gässkäse-Kügel nehmen und auf den Salat tun. Aber du bist ein innovativer Käser, also einer, der immer wieder an neuem Zeug studiert, oder? Ich meine, man ist zum Unternehmer geworden und jeder Unternehmer, der nichts mit tut, mit dem Betrieb, der bleibt stehen, oder? Eben, also man kann nicht einfach nur so drauf losbauen heutzutage, sondern man muss sich immer auch wieder überlegen, was noch für Möglichkeiten bestehen, um neue Produkte anzubieten. Genau. Zu wie viel hoch seid ihr denn hier in der Käserei? Wir sind zurzeit etwa 450 Stellenprozent verteilt auf 7 Personen. Also es ist nach wie vor ein Familienbetrieb. Die Mutter arbeitet auch noch mit auf dem Betrieb. Dann ist meine Frau auch. Sehr ein wichtiger Bestandteil des Betriebs. Sie halten mehr den Rücken frei. Also, das ist ein richtiges Unternehmen miteinander, he? Ja, miteinander, genau. Eine richtige Milchfabrik gibt es da zu sehen. Wie viele Gutter füllst du ab jeden Tag? Da tun wir täglich etwa 1000 Flaschen abfüllen. Also, kommst du auf etwa 300.000 pro Jahr? Richtig, ja. Nicht schlecht. Und die werden aber noch etikettiert, oder? Die werden noch etikettiert, je nach Abnehmer, den wir haben. Ganz alles automatisch läuft da nicht. Du musst noch das Deckchen drauf drücken. Richtig, jawohl. Das ist ein Halbautomat, den wir hier haben. Und ein Vollautomat wäre, wenn das Deckel noch automatisch drauf geht. Aber wir müssen noch irgendetwas tun. Aber das macht ja auch noch ein bisschen Spass da. Genau, wir müssen ja noch ein bisschen Arbeit haben. Ich lasse dich weiterarbeiten. Danke vielmals, dass ich reinschauen durfte. Ich gehe noch auf Entdeckungsreise ins Appenzellerland. Schön, freut mich. Gut Käse, kann man nur sagen. Danke vielmals. Ciao, Kurt. Melken, Misten, Mähen, die drei M bestimmen das Leben der meisten Bauern hier im Appenzellerland. Bei dem Gast, den wir jetzt vorbeischauen, hat es allerdings noch ein viertes M in seinem Leben. M wie Malen. Seit 50 Jahren ist er nicht nur Bauer und im Sommer Senn, sondern seine Liebe gilt neben den Kühen oder Malerei. Er sei noch der letzte Echtsäge, die Experten in Sachen Appenzeller Landschaftsmalerei. Und er sei ein echtes Original, hat man mir zu Konten untergesagt. Jetzt bin ich aber gespannt, was er zu erzählen hat. Der Johann Hautle, wir gehen ihn besuchen in diesem Hütchen hier. Herr Hautle. Ja. Herr Hautle. Fleissig am Arbeiten. Ja. Guten Tag. Seit wann seid ihr zurück vor Alp? Ja, etwa zweieinhalb halben Monat. Wo ist es angenehmer? Hier zu Gonten oder oben auf der Sennerei? Im Sommer ist man da. Und im Winter ist man wieder da. Aha. Und nehmen wir es an beiden Orten. Wer hat euch eigentlich gezeigt, wie man die wunderbaren Landschaften macht mit all diesen Kuhli und Zähnen drauf? Ja, zuerst vor allem der Brüder, der Sepp. Er hat von mir gemalt. Und dann habe ich hier schon jemanden, der halb fertig gemacht hat, fertig gemalt. Was muss denn um das Verrodern von einem Hautlebild sein? Was darf nicht fehlen? Was drauf muss sein auf einem Bild, ist die Harmonie der Farbe. Mhm. Als Bild einen richtigen
getan hat, oder? Das gesamte Bild einfach. Was erzählt ihr denn jemandem wie mir, der das Bild anschaut für Geschichten? Ja, das ist schwierig zu erzählen, Geschichte. Das ist einfach... Mit dem hat man gelebt und mit dem ist man aufgewachsen, was jetzt hier drauf ist. Mit dem sagen sie früher noch die Sommerross, den Lidiwagen und das Überfahren. Mit dem hat man einfach ein Leben lang gelebt, oder? Mhm. Vermisst ihr das ein bisschen jetzt im heutigen Alltag? Nein. Wir vermissen. Es ist schon schade, dass es so ist, wenn eben so ausgegangen ist, meinetwegen der Grimpler-Ross, den du nur siehst. Mhm. Die Molcher-Ross. Oder das Summe. Man hat schon eine Erinnerung, ich das ja selber auch nicht tun. Aber vermissen, da ist die Zeit ist jetzt einfach durch. Mhm. Und jetzt muss man mit dem tun. Heute kommst du ja mit zwei Ross, mit Mehlsumme nie nachher. Ja. Nie nachher, oder? Wie lange macht ihr oder malt ihr und arbeitet ihr an einem Bild? Ja, mit dieser Gebäude habe ich jetzt vielleicht etwa 60 Stunden. Ja, 27 Wochen schon. Dann habe ich aber Bilder gemalt, wo ich bis zu 200 Stunden, die Tisch gross sind, bis zu 200 Stunden gemalt habe. Also das braucht doch ein bisschen Geduld. Ihr malt ja mehrere Bilder auf das Mal. Na ja, schon. Etwa 15, 20 habe ich in der Arbeit. Geduld muss dann einfach warten. Etwa einmal, weil es dann zweimal trocken, bis ich wieder komme. Dann malt mit einem ganz feinen Pinsel. Ja. Da ist Marderhaar. Marderhaar? Sibirisch vom Rotmarder. Aha. Nicht. Ah, da ist jetzt noch nicht der Allerfinste. Die hat es noch am Feineren. Aber meistens male ich mit dem. Oder? Mit was für einem Gefühl sagt ihr denn, jetzt ist es fertig? Ist das für euch immer klar? Ja. Jetzt mag es kein Kuhli mehr verleiden, jetzt ist alles drauf. Ich möchte noch jemanden verleiden, aber einmal muss man hören. Mhm. Einmal ist einfach genug. Dann tue ich es dann schon, vielleicht es kann es gehen. Als ich es noch auf die Seite tue und dann vielleicht in einem Jahr, wenn es jetzt nicht pucken hat, noch irgendetwas drauf mal, aber wenig. Außer ein, der es kauft und sagt, ich will noch das und das drauf, dann malt man es noch her. Aber nicht ganz gehen. Aber? Nein. Der Künstler hätte ja auch noch das letzte Wort. Ja. Selbst dann unter der Würde vom Malen, wenn er dann noch muss belehren lassen, was er noch draufmalen sollte. Kommt jeder, der ein Bild von euch will? Meistens kommt es schon hierher. Oder? Weil ich sonst in einem Laden oder in einer Galerie keine Bilder fehl habe. Ich verkaufe die meisten hier in der Stube. Und ich habe es liebst, wenn es hierher kommt. Wenn sie einmal kommen, oder müssen sie zweimal kommen, bis dann ein Lötler weichen? Ja, so kommt sie dann noch ganz darauf an. Hier und da muss ich ihn noch zweimal kommen lassen, bis mir dann kann der eine im zweiten Mal kommt, das dann schon über. Aber so kommt sie ganz darauf an, ausser er heisst schon eine Weile bestellt und gesagt, das will ich. Und dann gibt man es einfach, dann gibt man es. Jetzt für das sind häufig allein, aber es gibt noch Schatz in eurem Leben, oder? Ja. Schatz, ja. Schatz Gottes. Ja. Aber der ist gerade auf Israel in der jetzt. Israel? Mhm. Was macht sie denn dort? Ja, ich kann nur mal sagen, irgendetwas. Sie tut sich ja mit der hebräischen Schrift befassen und mit dem Judentum. Ich kann nur mal sagen, wie der Kurs oder das oder die Schule heisst, die geht etwa zwei Monate oder drei. Mhm. Ich habe nicht also ein ganz grosses Interesse daran. Now habe ich, sie hat mir schon erzählt, aber ich habe nicht gehört. Now hat es mir... Vermisst ihr sie denn, wenn sie so lange weg ist? Ja, im Brockenwied schon. So hat es vielleicht gerade am Weiten vermissen.
Aber kommt es da eine alle Wochen einmal geputzen oder irgendetwas gehoben? Für mich schon hier und da. Aber obwohl es mich abfände, damit allein. Ich habe mit den Kühen noch eben, mit diesen Paaren. Und dann nebst mit dem Mohlen. Und so setzen da in der Nähe auch Leute. Der Nachbar und der Pächter. Und, oder man ist ja mit denen auch zusammen. Das ist schon. Euer Schatz befasst sich mit Hebräischem, mit der Übersetzung von der Tora, oder? Seid ihr selber religiös? Ja, ich bin eigentlich. Einmal hatte ich im Sinn, als ich aus der Schule kam, im Sinn, ein Pfarrer zu gehen, oder wo ich noch Ministrant gesehen bin. Ah ja? Ja. Da hat aber der Kaplan Lenz einmal gesagt, das sei gar nichts für mich. Selbst es. Da habe ich gesehen, ja, dann bleibst du halt bei dem. Geht ihr etwa noch reisen? Ja. Kalbrunnen macht alle Jahre mal. Heute habe ich zwei gerade nicht gehen, weil ich eine Kalbenkuh hatte. Und weiter gereisen. Da habe ich kein Interesse. Ja, Interesse. Nicht einmal mit auf Paris rein, wo die Bilder ausgestellt waren. Und einmal auf China rein auch. Aber das hat mich überhaupt nicht gereizt. Gar nicht. Sonst bin ich hier daheim. Und weiter muss ich nicht weit. Bis vor kurzem war noch eine Ausstellung von euren Bildern, in Zappizau im Museum. Ja. Stolz drauf? Ja, ja, ist schon gesehen. Jetzt ganz gut gemacht ist. Man sieht mal hier auf Innenroden innen ausgestellt. Sie sind fast spät gekommen, habe ich gehört, zur Vernissage, zur Eröffnung. Und spät kommt man nie. Die Leute sind noch da gesehen, aber ich habe gerade am selben Tag ist gerade Heuwetter gesehen. Ich glaube, es ist gerade ein oder am zweiten, ersten Tag Heuwetter gesehen und man hat lange nicht können heuen. Und da bis ich noch die Molche kam und Kälber trinkt. Und so, ja, ich bin schon ein bisschen knapp gekommen. Ja, viele Stunden oder 20 Minuten, das ist natürlich schon lang. Für die Leute, die eine halbe Stunde voran schon da sind und auf einmal warten, oder? Jetzt lasse ich euch fertig malen. Ja. Und wünsche euch jetzt einen guten Winter. Und schöne Weihnacht. Feiert ihr eigentlich Weihnacht? Weihnacht. Ja, ist dann einfach Weihnacht, oder? Gibt es ein Tannenbäumchen? Nein, nein. Da Stechlaub anschauen und dann, wenn es ein Schnee drauf oben hat, ist er noch ein bisschen schöner und hat es keinen drauf. Und so nehmen wir dann zwei, drei der Dinge hier. Erst mit der Beere dran? Ja, ja. Dann stelle ich das eben hier her und weiter. Nein, nein, und einen Christbaumausgang nicht mehr. Also Johann, den wünsche ich. Alles Gute. Gleichfalls. Und noch viel Erfolg beim Weitermalen. Sag Dank, gleichfalls. Gleichfalls, vielen herzlichen Dank. Und, wir machen uns jetzt auf den Weg, und zwar zu jungen Leuten, die nicht nur eine Tradition sehen, sondern deren auch ein bisschen Pfeffer ins Viertel streuen. Ja, hoch. Yeah.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Wie reagieren eigentlich so Fundamentalisten von der Volksmusik, meiner auf eure Frischzellenkur? Es ist ganz unterschiedlich. Die einen, denen gefällt es eben gut. Und dann gibt es die anderen, die eher den E-Stellen von dem Stück bevorzugen. Und von dem her so haben wir für alle, also nicht nur für Traditionalisten, bei uns neben dem Programm. Ja. Junge Leute, die so tolle Musik machen und so grossartig singen, ist das so ein eine Tradition jetzt hier wirklich, dass die Jungen noch gehen? Und üben und im Chor sein? Ja, also es gibt viel Chör, gibt viele junge Musikanten, die Musik machen. Und es ist eigentlich bei uns fast normal, dass man so mit der Musik auch ein bisschen aufwächst. Mal. Wohnst du hier, Rebecca? Mhm. Abisa, was machst du beruflich? Ich bin in der Ausbildung zur Sekundarlehrerin, bin dann das nächste Jahr fertig und ja, schaue dann, was weitergeht. Das ist schon gut, wenn man mit den Kindern singen kann, ja, genau. Oder? Bei dir ist noch etwas anderes, meiner Art. Du bist genau. Lebensmitteltechnologe. Genau. Du hast Insektenriegel entwickelt. Ja, genau. Gehst du immer wieder heim, in deine Heimat zurück? Ja, oder ist das noch schwierig, jede Woche zu proben? Es ist eine Prioritätenfrage. Also man muss sich einfach ein bisschen einteilen. Wir proben alle Freitag hier zu Appenzell, also zu stehen können. Mhm. Und wenn man es gehen macht, dann nachher ist das kein Problem. Und wir kommen natürlich auch alle wieder gehen, hey, ins Appenzell, wo du aufgewachsen bist. Ja. Ja. Nicht im Ausland bleiben, das ja. Zürich Junge. Ja. Also. Danke vielmals für den wunderbaren Rap. Und in dem Sinn, wie sieht man eigentlich dem Jodel von euch? Das ist ein Ruckuseli, nicht? Der erste Teil ist ein Ruckuseli. Und Rap. Macht's noch gut. Und bis gleich wieder. Und wir machen uns weiter auf den Weg. In diesem romantischen Ort, der schon fast aussieht wie ein lebendiges Heimatmuseum, haben nicht nur junge Leute dafür gesorgt, dass die Volksmusik wieder frischen Wind bekommt, sondern auch Traditionen sind hier daheim. Mein nächster Besuch gilt einem Handwerker, der in der vierten Generation in einem ganz romantischen Atelier alles das herstellt, was zu einer richtigen Appenzellertracht gehört. Sennensattler heisst das Handwerk und der Meister darin ist der Roger Döring. Und was sich dabei versteckt, das wollen wir jetzt schauen. Roger, darf ich dich stören beim Arbeiten? Ja, hallo, ciao. Gut, hallo. Sennensattler, was versteckt sich eigentlich hinter diesem Ausdruck? Ja, der Sennensattler ist eine Kombination zwischen Goldschmied und Sattler. Von beiden etwas speziell herausgenommen. Beim Goldschmied sicher das Ziselieren, was dieser Bereich ist. Und beim Sattler ist es mehr die Schöllerriemen besticken mit Läden, mit Gässenläden. Ja. Du warst 10 Jahre Skirennfahrer. Ab wann hast du den Blauschen bekommen an dieser Arbeit? Ja, das hat sich eine Art irgendwie so ergeben. Also, schlussendlich dank einer Verletzung. Eben, ich habe früher eine Art KV-ische Ausbildung gemacht, habe nie auf dem Beruf gearbeitet. Hatte dann beim Grossvater die Möglichkeit, zu mir und auszugehen. Er hat das Budeli schon betrieben, gell? Der Grossvater, das Budeli. Dritte Generation. Ja, vierte, ja, mittlerweile. Und mit dir die vierte, ja. Und ich konnte am Morgen 2 Stunden arbeiten und 2 Stunden trainieren. Und habe hier Skifahren werden, nicht in den Sattler. Und er hat viel Zeit investiert, er war pensioniert und hatte einfach das Beutel ein offen und zu. Und hatte einen kleinen Lohn, aber dafür konnte ich spannende Sachen machen. Und so bin ich dann in das Mädchen. Aber diesen Beruf kann man ja nicht lehren. In diesem Sinne, als Lehrer. Nein, eben nicht an und für sich. Früher habe ich es fast ein bisschen bereut. Ich wäre gerne in den Stuhl gekocht und ein bisschen konsumiert. Ich habe aber noch viel über ältere Personen, eine Art, viel Know-how wieder kennengelernt. Oder bei mir weiterentwickelt im Goldschmiedebereich und der Großteil natürlich vom Grossvater. Ziselieren, das ist ganz eine wichtige Arbeit. Du hast jetzt da gerade an etwas gearbeitet. Wie geht es dir eigentlich mit
Was für Werkzeuge geht man dahinter? Das sind verschiedene Iseli, die verschiedene Formen drauf haben. Der grösste Teil vom Grossvater, mittlerweile etwa 700 verschiedene so Iseli. Und man braucht einen Brocken Metallen an, den Iseli und den Hammer. Und dann schlägt man eine Art die Strukturen drauf. Und es braucht viel Geduld. Selbst schon, ja. Aber selbst ist nicht schlimm. Selbst ist eine Art auch schön. Ein bisschen die Maus, eine Art, wenn man Zeit hat. Ja. Also es ist eigentlich fast eine meditative Tätigkeit. Nicht alle, aber viel. Also viel ist es schön, wenn man sich kann, oder ich nehme die Freiheit, auch wenn ich es isoliere und die Zeit nehme. Das ist halt spannend, schön im Detail arbeiten können, mal etwas Kleines, mal etwas Grösseres. Entstehen jedes Mal auch neue Sachen oder funktionierst du nach den alten Vorlagen, die du im Prinzip jetzt auch heute noch so realisierst? Ich glaube, eine Kombination ist spannend in einer Art. Ich habe natürlich einen Haufen Vorlagen vom Urgroßvater und vom Grossvater noch. Wenn dann noch in dieselbe Kundenwunsch, in dieselbe Richtung geht, dann muss ich es nicht gross umzeichnen. Ich bin aber auch sehr interessiert an neuen Sachen. Es kommen sehr viele Inputs auch von der Kundschaft, um neue Sachen zu kreieren. Ja. Und dann geht es halt von einem alten Kühli, der so ist, dort man es vielleicht ein bisschen ummünzen, je nach Kundenwunsch. Ein bisschen kubistischer darstellen, kann man sagen. Ja, genau. Was sind denn so deine Renner? Was läuft am besten? Also ich habe schon Spass an den Kühligöden und an den Gurtschnallen. Hosen tragen, Schöllenriemen, Beerriemen, da ist man in einem Stück weit ein bisschen gebunden. Das heisst, Tradition soll Tradition klassische bleiben. Trachten. Also Hosenträger, das sind, wenn ich dem so sage, die Gestäutchen, die dahinter hängen. Gell? Aber da macht man sich unbeliebt beim Abizell, wenn man sagt Gestäutchen. Ja, ich kann schon lieber Hosen tragen. Ja, Stärchen ist so. Aber die sind reich gestaltet, das geht wirklich nach alten Traditionen. Ja, ist auch so ein bisschen der Ablauf. Auf dem Steg oben hat man den Sinn mit den drei Schöllkühen und den Sinn mit dem Bläs. Auf der Seite die Ornamentik. Die Reichhaltigkeit hat früher den Wohlstand gezeichnet. Also je mehr Kühle und so man drauf hatte, desto reicher war. Richtig, vor allem die Seitenflanken. Je wohlhabender war der Bauer. Heutzutage ist es eine Geschmackssache geworden. Ist finanziell noch mehr alles so ein Thema. Ja. Du sagst, du machst auch moderne Sachen. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, ich glaube, dort gehen wir dann mehr wieder in den Gürtelbereich, in die Gurtschnallen rein. Dort mit dem Metall ein bisschen spielen, flambieren, mit dem Feuer ein bisschen. Oder dann halt wieder ein Detail rauszisilieren. Beim Kühligut und beim Gürtel hat nichts mit der Tracht zu tun. Dort hat man ein bisschen die Freiheit. Da kann man halt auch einmal eine Kuh Hündchen laufen lassen oder auf dem Kopf oder einmal einen Golfer machen. Ja, da kann man sich auch ein bisschen mehr ausleben in dem Sinn, ja. Ja. Darf ich noch ein bisschen zuschauen, wie du das machst? Ja, also, du hast gesagt, man muss mit diesen feinen Werkzeugen wirklich vor sich hinklöpfern, dass es eine Struktur gibt. Das heisst, du hast für jedes Ornament eine andere Punze, oder wie man das ja, sagt. Vor allem halt Spitzen. Ja. Da ist jetzt auch einer, der vorne dran recht ein feines U hat. Der hat wieder ein leichtes V drin. Und je nachdem, ob man jetzt hier die Flanken ausisolieren tut, braucht es einen feineren. Oder dann halt wieder einen gröberen für längere Sachen. Ja. Aber zeigt es gerne mal mit dem Hemmeli und wenn ich es richtig habe. Ganz ein gemütliches Geräusch. Ja, wenn es dann noch ein gröberer Schlag ist, geht es noch ein bisschen mehr durch. Aber für Formen jetzt, wenn wir, das ist ja eine wunderbare Kutsche mit einem Ross vor dran, bis man die Formen. Also eine Lady. Das ist ein Ladywagen. Ein Ladywagen? Ja, keine Kutsche. Klassisch der Städter, der alles falsch sieht. Immerhin das Ross habe ich erkannt. Ja, genau, ja, bin gut. Ich auch froh. Jetzt, du musst ja das zuerst mal aus dem Metall rausholen. Wie läuft das? Ja, da läuft dann viel aufs Zeichnen. Also das Fundament ist eine Art, zuerst einmal eine Skizze, eine Zeichnung. Und dann je nachdem, was für ein Ornament, kommt es entweder direkt, zeichnen wir es aufs Metall, oder man tut nachher eine Zeichnung eine Art aufs Metall kleben. Gut, jetzt kannst du ja nicht den Scherischnitt machen und mit dem Nagelscherli das rausholen. Wie läuft das? Nein, also die Umrandung wird mit dem Laubsägel rausgesägelt. Also da kommt wegen meiner entweder die ganze Zeichnung drauf, direkt aufs Metall. Und dann sägeln wir mal die gröberen Kulturen raus. Ja.
Und dann die kleineren Details, zum Beispiel hier wie beim Ladywagen, der Höhendeteil, kritzelt man dann auch mit den Aalen dann noch Details ein. Und nachher schlägt man sie rein. Ja. Na, wie kämmerer. Ja. Du hast gesagt, du machst auch moderne Gürtelschnauen. Also, da gibt es so Beispiele. Werden die gegossen oder wie läuft das? Nein, also ja und nein, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das ist eine komplette handgemachte. Ich habe aber auch Astige, die wegen meiner für ein Chörli, sieht man halt, man macht einen Trachtenknopf in einer Kleinserie. Dann hat man die Möglichkeit, so ein Prototyp von Hand und dann eine Gusserie zu machen. Mhm. Aber ich will es dort klar unterscheiden, weil ich lieber eine Art Handzisilieren. Da finde ich, das ist eine Art, ja, ist wie bei der Zeichnung, entweder ein Unikat oder eine Kopie. Genau, und du stehst auf Unikat. Ja. Mit Silber. Möglichst mit auch Gold? Gold auch, aber ehrlich gesagt, vom Zisilieren her ist auch Silber ein ideales Material. Ist ein bisschen weicher, ist einfach das perfekte Material zum Zisilieren. Mhm. Gold halt mehr im Ohrsteckenbereich oder in der Brosche. Die jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, dringend, die können sich bei dir melden. Du hast Vorrat, man kann auslesen aus vollen Schubladen. Oder wie läuft das? Ja. Ja, ich habe schon. Wenn man 2016 nennt, bin ich wieder ein bisschen voll. Jetzt momentan ist es halt ein bisschen. Also man muss warten. Man muss ein bisschen warten, ja. Bei dir ist die Vorfreude auf das Geschenk ein Teil von Freude. Ja, ich finde auch das wieder einen wichtigen Punkt. Jetzt muss man nicht einfach alles zu bitte haben, wenn man es gerade will. Mhm. Und die ein bisschen länger wartet auf das Produkt, ist auch für mich eine Art. Gut, ich komme in der auch wieder ein bisschen in den Sinn. Also ist eine gute Werbung, die vergesse ich mit dem vielleicht nicht so schnell. Ja, ja, dass jetzt die Weihnachtsgeschenke, die bestellt sind seit letztem Jahr und noch fertig gemacht werden, lasse ich dich weiterarbeiten. Ja, ist gut. Herzlichen Dank, dass ich reinschauen durfte, Roger. Ja, danke auch. Tschüss. Eindrücklich die Verbindung zwischen Tradition und Moderne. Tschüss. Ciao. Wenn schon Weihnachten vor der Tür steht, sind wir hier in Appenzell noch auf der Suche nach einem alten Brauch. Von der Familie Sutter, die betriebene Bäckerei, wird seit Generationen ein Gebäck hergestellt, das heisst Tafelvögel. Ich habe keine Ahnung, was das genau bedeutet. Darum gehen wir jetzt am besten gerade in die Backstube schauen, wie das entsteht. Da wird ganz heftig gegützelt. Gibt es Weihnachtsgüezi schon? Biberfladen. Wo ist der Markus? Da bin ich. Da, hier. Hallo, Markus. Hoi, Kurt. Ich habe gesagt, es gibt so eine wunderbare Weihnachtstradition, nämlich Tafelvögel. Ja. Kann man als Laie die auch machen, Markus? Wir könnten es mal probieren. Ja. Ich glaube, ja. Wir bringen das her. Du bist vorsichtig. Schuss. Man hat natürlich auch Hygienevorschriften. Ja. Also. Dann werden wir starten. Passt wunderbar zu meinem Pullover. Gibt es ein Geheimnis zum Teig von diesen Tafelvögeln? Ja, der Teig ist, wie ich erwähnt habe, ein Teig mit Milch, mit pflanzlichem Fett, nicht mit Butter. Und das ist eine Art so Spezielle an den Vögeln. Und was weiter ist, ist noch die Augen. Wacholderbeere, die gehören einfach drin. Ja, also jetzt muss man zeigen, wie man die macht. Gibt es einen Trick? Ich fange einfach da mal an zu drücken. Ja, am besten Druck geben auf den Tisch. Druck geben auf den Tisch, dass die Luft rausgeht. Man macht eigentlich wirklich eine Schlange und noch keinen Vogel. Ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen. Ja, da kommt dann schon. Auf dieser Seite müssen wir jetzt gerade rasch warten. Hier müssen wir den Kopf machen. Den Kopf. Ja. Wie machst du das? Den aufstellen und dann ein bisschen abtrennen. Ja, der ist doch ein bisschen zu fest. Den kann man wieder zusammen machen. Also ich bin der Lehrling im ersten Lehrjahr, gell? Ja. Das geht nicht so tief. Das ist. Jetzt haben wir da mal die Wurst. Jetzt nehme ich den Vogel jetzt, beim Grill. Ja, genau, beim Kopf. Fahren die Aussen durch. Und legen ihn oben her. Warte, jetzt muss ich da ein bisschen rüberkommen. Fahren Aussen durch. Jawohl. Und jetzt gehen wir. Nehmen wir den Kopf ohne Dürre. Gehen halbe Hände. Das ist wie Lesme. Ja, fast. Ja? Erst mit Teig. Also mit der Wolle könnte es nichts. Nein, ich gar nicht. Und nicht dann, mit Teig. Und dann den Kopf vorne herlegen, dass der oben drauf ist. Und ich dann nehmen wir eine Art der erste Vogel. Eine Art der erste Vogel. Meine ist dick und kurz. Ja, hat noch einen kleinen Wasserkopf.
Ja. Komm, wir machen noch einen. Probier noch einen. Also, drücken am Anfang, habe ich gelernt. Mit beiden Hängen, Fingerspitzen auf der Platte, oder? Platte drücken, genau. Wie viele Tausend von diesen Vögeln macht ihr denn? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Wie viele Tausend? Wir sagen, wir tun jeden Tag 10 Liter Vögeln. Also, so sage ich mir. Ja, 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 das ist mir noch. Also, jetzt warte jetzt noch. So. Zudeutig der Wort, aber. Ja, ja, ja. So, nachher rein. Das habe ich jetzt falsch gemacht. Jetzt ohne durch. Aha, so. Ohne durch reinlöpfen. Nein, ohne durch. Jawohl. Halbe Hände ziehen. Hingere ziehen, runterlassen. Drauf da. Das ist. Wieso heisst das der Tafelvögel? Am Schluss haben wir 4. Aha. So, jetzt sieht die aber noch nicht nach Vögel aus, sondern irgendwie nach Schlangen mit Wasserköpfen. Ja. Wie machen wir da weiter? Da machen wir weiter. Wir setzen jetzt auf einem Blech. Also, du holst das Blech und wir schauen, wer die schöneren Vögel gemacht hat. Ich glaube, die Schönheitskonkurrenz, die ist klar. Schon entschieden. Genau. So. Und jetzt kommt das obere Ende. So. Genau. Jetzt muss man diesen Däugel einsetzen. Genau. Ui. Dann eindrücken, ganz eindrücken, sonst geht es noch wieder raus, wenn es gärt. Ja. Und jetzt Schnäbel. Und dann so das wegdrücken. So, ja. Und dann drüllen. Jetzt langsam gibt es einen Vogel. Du hast mit deinem Bruder zusammen die Bäckerei. Gibt das sonst Ihnen noch Lampen? Wir haben sicher Sachen, die wir mehr diskutieren müssen, wie man allein ist. Ja. Aber es bringt auch viel Vorteil, dass man in jeder in seinem Fachbereich stach sein kann und auch wirken. Hat jeder eine eigene Backstube, dass man sich nicht in die Quere kommt? Ja, wir haben 2 Bäckereien. Und das Büro haben wir auch halbiert. Und so hat jeder seinen Verantwortungsbereich. Und jeder schaut zu ihm und Sachen, die immer nichts angehen, dann kann man überschieben und umgekehrt läuft es natürlich auch. Wunderbare Arbeitsteilung. Jetzt hast du hier ein Geld, gell? Ja. Ja, wenn der Meister anstreicht, dann geht es 2-mal schneller und wahrscheinlich auch mit einer schöneren Glasur anschließend. Ja gut, jetzt, Mensch, wir können schon den Hinger und parat machen, für dass sie nachher in den Ofen kommen. Wir tun es parat richten und sobald sie noch sind, schieben wir es. Gut. Tafelvögel, Markus, das ist ja so eine Weihnachtstradition. Gibt es hier im Abizau noch andere? Ja, da wären die hier. Früher, anstatt einen Christbaum, hat man ein Klausenzeug gemacht. Ein Klausenzeug ist mit dem Ring und mit dem Brot obendrauf. Dann wieder Ring. Ei, ei, ei. Und dann wieder Ring. Und so gibt es den Baum. Und je reicher das man war, je höher ist der Baum. Je grösser ist natürlich dann der unterste Ring. Am untersten Ring war die Grösse von dem. Und da hat man einen Napf hineingestellt, wo Nüsse hineingehört und die roten Äpfel. Und die waren Dekoration. Und oben drauf hatte es Bibelfläden und die Tafelvögel, die Friedenstauben, die dann auch Frieden in die Familie bringen soll. Und aber auch das Essen war ja früher das grösste Geschenk, wenn man genug zu essen daheim hatte. Tun das die Leute noch pflegen? Ja, heute hat man Holz gestellt. So viel essen wir nicht. Und heute haben wir die Möglichkeit, praktisch täglich zu einkaufen. Und darum ist das eine Tradition, die verschwunden ist. Mhm. Aber die einzelnen Ringli, das ist heute noch alle der Weihnacht essen wir solche. Sehr schön. Und ich denke mir, unsere Vögel sind jetzt auch parat, oder? Die Vögel können wir jetzt noch rausnehmen, ja. Gell? Gehen wir schauen. Hier aufmachen? Ja, gehen. Ei. Was sind die Kunstwerke? Wunderbar. Die dicken, das sind meiner. Ja. Das sind also richtige Tauben. Und da die schlanken, das sind deine. Genau. Das aber hier da sieht man auch, es gibt kleine Leute, es gibt grosse Leute, es gibt dicke Leute, es gibt dünne Leute. So ist es auch bei den Vögeln. Darf ich eine Tafel mitnehmen? Natürlich. Markus, am besten geht deine. Ja, wenn ich sie in die Finger nehme. Ja, es ist noch etwas heiß. Ja. Ich lasse meine Sachen da. Danke dir herzlich für diesen Einblick in wunderbare Traditionen.
und wünsche dir alles Gute. Danke vielmals. Schön, dass du da gewesen bist. Die viel Spass. Nehme ich in die Hand. Sie sind warm, aber es tut gut im Winter. Alles Gute. Danke Ciao, vielmals. Markus. Tschüss. Tschüss. Ciao. Gekäset haben wir schon nach der neuesten Methode. Und herausgefunden, was ein Sennensattler herzaubert, haben wir auch. Und wieso das Tafelvögel an der Weihnachten nicht fehlen dürfen, das wissen wir ebenfalls. Aber noch nicht klar herausgefunden haben wir, gibt es denn eigentlich den typischen Appenzeller, die witzige Saftwurzel. Dafür habe ich mit dem abgemacht, was eigentlich wissen sollte. Nämlich mit dem Kabarettist Simon Enzler. Er warnt mir dort oben, hat er gesagt. Hoffentlich ist es kein Witz bei dieser Kälte. Was da stolz sich auf? Hey Simon. Grüezi Kurt. Adrettsplätzchen hast du da ausgelesen. Aber es ist ein bisschen überhängend. Ja, vor allem leg mal, da schleppst du gerade ab. Wir hauen jetzt ein bisschen an ein fliches Plätzchen. Sehr gut. Sehr gut. Mit Stuhl. Mit Stuhl. Satteln wir und du hast das Picknick dabei. Jawohl. Also. Gehen wir gleich einmal hier runter. Ja. Max Schmidt. Ja. Knapp. So ein schönes Plätzchen. Machst du da aber dein Frühlingsritual? Ja, Sonnenwind. Aha. Sonnenwindfest. So. Osterei abwerfen. Die Landschaft schauen. Schön. Simon Enzler, ist das Heimat? Ja, kann man schon sagen. Da geht es ja manchmal, dass man sich an einem Ort wohlfühlt. Und man weiß nicht wieso. Und das ist. In dem Moment habe ich das Gefühl, das ist jetzt Heimat. Und das Gefühl kann aber überall, wo es immer halt wohl ist, kann es immer überkommen. Es braucht nicht nur die Hügel oder Berge, die man kennt von der Kindheit. Nein, ich glaube, es ist im Endeffekt einfach ein Rucksack, den man ein Leben lang mitnimmt und der sich dann aber auch verändert. Eigentlich hast du eine abverhängte Karriere, wenn man es jetzt anschauen würde. Ja, Studium nicht fertig alles, gemacht, Zeug ausprobiert. Wie ist dein Fazit? Mein Fazit ist, dass ich es genau gleich wieder machen will. Ich will genau gleich wieder alles an den Nagel hängen. Ich glaube, es ist gar nicht anders gegangen, im Nachhinein betrachtet. Ich empfinde es eigentlich auch nicht als abverreckt. Für mich ist es recht geradlinig. Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, bin ich wohl immatrikuliert gewesen an verschiedenen Schulen, habe mich aber nie gesehen, irgendwann am Abschluss 4, also im inneren Auge. Ich habe mich aber alle auf der Bühne gesehen. Mhm. Und bin in dieser Zeit ja auch hobbymäßig hier noch umgetingelt, schon, teilweise 2-3 Auftritte in der Woche. Und dort habe ich dann einfach auch Mühe bekommen, zeitlich. Aber also quasi die Karriere auf der Bühne, die ist sehr geradlinig gegangen. Und nebendran hat es halt etwa ein bisschen neben liegen geblieben. Die Spreu hat sich vom Weizen getrennt. Wir sind so ein bisschen auf der Entdeckungsreise in der Sappizau. Gibt es eigentlich, wie man immer aus der Restschweiz sagt, so die typische Saftwurzel im Sappizau? Ja, doch. Zuhauf. An was liegt das? Es hat mit dem Land zu tun. Wahrscheinlich einfach so die Hügel in diesen Hügeln. Wenn man ausschlüpft, dann flucht man halt. Fluchen ist etwas Heiliges für dich, oder? Sehr. Heilig ist einfach wichtig. Mhm. Es ist einfach es wird oft viel missverstanden, einfach als brachialer Akt. Aber eigentlich ist es etwas Hochkreatives. Wenn neben richtig schön die Kontrolle verliert. Und in dem Moment entstehen Wortschöpfungen, die man davor noch gar nicht gewusst hat, bevor man der Hammer auf den Fuss gefallen ist. Mhm. Weil in dem Moment entsteht, da ist eigentlich schon Poesie, muss man sagen. Immer ein poetischer Hinweis. Wie so ein Fluch ausgehören kann oder wie man so einen Fluch sagen kann. Nützige, traurige, himmelbleileidige, verflummerte, vertaserte Sakrament. Oder so. Das ist ein Gedicht. Da ist jetzt aber auch richtig geflucht, weil da drin können religiöse Sachen vor. Wenn man einfach zu einem sagt, er sei ein Double auf sich, dann ist das höchstens ehrlich.
aber nicht geflucht, weil es braucht im Fluch innen, dass es eben das Gewicht überkommt. Ich sage im aktuellen Programm sage ich, es braucht mindestens den Herrgott, seine nächsten Verwandten, ein paar Heilige und wenigstens die Requisite, wie sie hier gekommen sind. Dann ist es ein Fluch. Wie stark beschäftigt man sich? Wir haben hier noch Picknickkorb, könnten wir ja noch etwas dazu nehmen. Das ist eine gute Idee. Wie stark, Simon, beschäftigt man sich mit den eigenen Abgründen? Täglich. Mhm. Also ich meine, wie sieht die bei dir aus? Oh, was hat es da Schönes drin? Tafelvögel! Wunderbar. Und etwas Warmes. Käse haben wir auch noch. Ja. Käse. Magst du gerade ein bisschen? Ja, also ja, selber gemacht. Einfach nicht ich selber gemacht. Nein, ich. Ja, klar. Ich. Ab und zu ziegenweich Käse. Ja, genau. Das ist ein Hobby von dir. Ja, temporär. Ja. Aha. Also, ich tue das einmal hierher. Schau. Ja. Ich gebe dir einen Stock Brot. Weißt du, wie da kommt etwas raus. Ja. Und ich dir ein Gläschen zum Trinken. Schnaps ist drin. Zu wenig. Aber wir lassen es. Das wäre jetzt auch vielleicht so ein täglicher Abgrund. He? Ja, genau, der mit dem Schnaps. Aha. Nein, jetzt kommen wir jetzt zurück zu deinen Abgründen. Erzähl mir ein bisschen. Prost. Prost. Freut mich. Ja, Abgründe, mein Gott. Muss ich gerade studieren? Mhm. Warte, jetzt muss das da hernehmen. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich bin wahrscheinlich. Ja, ich bin nachtragend. Bist du? Ja. Inwiefern? Ja, dass ich einfach Zeug, wo Leute machen, die mir nicht passen, die vergesse ich nicht. Was findest du umgekehrt von denen, die es nicht vergessen, wenn sie mal in deinem Programm hochgenommen werden? Aha, ja, die Gegenrecht. Eben? Ja, ja, klar. Also, ich bin natürlich, danke, ich bin, das ist vielleicht auch typisch, für die, die Gene austeilen, sind meistens empfindlich. Aha. Und das trifft auf mich natürlich auch zu. Ich habe eine Kritik mal bekommen von einer Journalistin, die mich unglaublich tief getroffen hat. Und die Kritik ist so dermaßen schön geschrieben gewesen. Und im tiefsten Innersten war, dass ich sagen musste, der Sakrament hat noch recht. Aber aus dem habe ich es gelernt. Du bist Vater geworden von zwei Söhnen. Aha. Wie verändert das das eigene Denken? Es ist, Vater zu werden, in meinen Augen die grösste Veränderung in meinem Leben. Und zwar, es ist ein permanenter Spiegel. Ein Spiegel von der Gegenwart. Also, wie mache ich was? Da komme ich laufend ein Feedback rüber von diesen Buben. Und auch ein Spiegel in, oder ein Fenster in die Vergangenheit. Ich sehe mich auch alle selber. Und wenn dann so ein Bube mal richtig täubelt und trötzelt, dann muss ich mir alle sagen, du bist noch viel schlimmer gewesen. Was wünschst du dir fürs nächste Jahr? Ja. Gesundheit. Wichtig. Und zwar nicht einfach für mich, für viele. Und weiterhin wirklich Freude können zu behalten, um die Leute anzuhalten. Danke. Vielmals. Simon. Danke auch. Für uns war das auch schon der Schluss von unserer Entdeckungsreise durch die wunderbare Landschaft des Appenzellerland. Ein Zusammenkommen mit vielen interessanten Menschen. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt die Zeit noch genießen bis zur Weihnachten. Wir verabschieden uns für dieses Jahr. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder und ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es ihr Wille heisst, am 25. ab 10 Uhr die Sendung, die man nicht nur aus Langweilen schaut. Schöne Weihnachten, ein gutes Neues.